Guten Morgen, liebe Leute. Der Tommy ist im Salon. Frisch ausgeruht? Naja. Meine Tochter hat Hunger. Meine Tochter ist zu Hause, weil meine Tochter... Ey, jedes Mal, wenn sie von der Übernachtung zurückkommt, ist sie krank. Oder beim Geburtstag. Oder beim Geburtstag. Was ist denn los mit dir? Was hast du denn? Was habt ihr denn gemacht, ey? Dir nackig durch die Heidi laufen oder was? Bevor es schlimmer wird. Jetzt kommt sie runter und hat Hunger. Du kannst mir von oben erstmal von der Garderobe, an der Garderobe, da wo die ganzen Schlüssel und die ganzen, da wo Mama immer ihren Schlüssel ranhängt, an die Garderobe, die kleine Hakenleiste. Da hängen ganz viele Fahrradschlüssel. Die kannst du mir mal bitte holen. Danke. So. Wenn sie schon zu Hause ist, dann kann sie wenigstens arbeiten. Und jetzt ehrlich, angesteckt hat sie uns beide auch. Und Marlies ist heute Morgen so, oh, mein Hals ist dick. Ich heute Morgen, was, echt? Meiner auch. Ist nicht schlimm, ich arbeite weiter. Also ich bleibe deswegen jetzt nicht zu Hause. Braucht da keine Angst haben. Wofür aber heute? Glühbirne wechseln. Das ist auf, ja, aber. Dann haben wir eine Vorbestellung für eigentlich, die wollten gestern kommen. Und die Schlüssel abholen und die Räder abholen. Kam sie auch nicht. Für 8 Räder. So eine Jugendwanne. Lecker. Aber unzuverlässig wie sie sind, kommen sie natürlich nicht. Also das ist eigentlich der Lehrer, der wollte kommen, die Schlüssel abholen. Haben wir extra einen Zettel reingemacht, das ist angerufen bei uns. Wir haben die Schlüssel deponiert irgendwo, haben mit abgesprochen. Der kam nicht. Ich kann erstmal die Rede abschließen, jetzt, falls sie jetzt doch noch kommen oder so. Ist doch keiner da oder was? Na, die sammeln sich jetzt gerade drüben. Das ist ja immer, in der Schule ist ja immer flexibler Start, möchte ich es mal nennen. Das sammelt sich ja immer so, wie gerade die Wetterlage ist. Gleitende Lehrzeit. So könnte man das auch nennen, aber leider sehr einseitig. Mir steht das Recht nicht zu. Sentiment. Wolfgang, jetzt kommt eine wilde Horde von 9 bis 10. Kiddies, ja. Unsere Zukunft kommt jetzt gleich an. Ja, wieso? Jetzt kommt unsere Zukunft. Ja, wir und? Ja, die wollen Fahrräder mieten, Alter. Das alle hier, alle weg. Ja. Oh. Ich werd verrückt, ey. Ich geh am Shop. So lange wollte ich gar nicht bleiben. Muss er aber. Alles klar. Alles klar. Jetzt Kapitel. Diese Gruppe? Ja, ja. Pflegefälle. Ach so. Ich weiß, das weiß. Ich weiß. Was denn? Oma. Oma heißt? Was bedeutet das für Vater? Nicht hier, sondern am Hals. So. Ja. Ich werde jetzt kurz mal hier ein Fahrrad machen müssen. Ich habe ja Vermietung gemacht, noch lange an so eine Klassentruppe. Oh Mann, ey, die Lehrer haben echt zu kämpfen heutzutage mit diesen Schülern. Jetzt mache ich mal hier ein Kabel neu rein, einen neuen Bremszug rein. Und dieses Teil, was total kaputt ist, total verbogen ist eigentlich. So, müssen wir nämlich hier so ein Teil hier ersetzen. Das ist hier abgebrochen. Na Nuki, da bist du ja. Mein Schatzi-Batzi. Mein Schatzi-Batzi ist wieder da. Mein Nukusch. Mein kleines süßes Nukusch. Ich liebe dich, komm. Nukusch.
Genau, er ist gleich fertig. Achtung, und jetzt, Achtung, guck hier. Was guckst du denn so böse? Was willst du denn überhaupt essen? Weiß ich nicht, wir waren ja nicht im Bäcker. Oh Mann, ey. Ich wünsche mir, du wärst gesund, ehrlich gesagt. Musst du denn immer so krank rumoxidieren? Nö. Ah. Ja? Du hast die Leuchtmittel beiseite geräumt. Das ist gut. Ja, ich wusste den Moment nicht, wohin damit. Na, ich habe die Leuchtmittel heute schon angebaut. Eines. In ein. Eines. Eines dieser Leuchtmittel. Eines dieser Leuchtmittel. Ja, nicht alle. Im Obwohl könnte man ja fast auch mal machen. Einfach mal alle austauschen, dann hat man mit dem Schlag. Na was denn? Dann hast du den Stromersparnis gleich. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Verrat mir ein Geheimnis. Glühbirnen gelten nicht als Betriebsmittel und sind nicht von Betriebskosten absetzbar. Strom, Hausbeleuchtung sind Betriebskosten. Zahlen die Mieter. Ei, ei, ei. Glühbirnen zahle ich. Ja, oh. Gott, Sacker. Also ich sag's mal mit anderen Worten. In München bei 18 Euro den Quadratmeter würde ich das ohne weitere tun. Ja, weil das sieht ja da hier bei 3,50 Euro sehe ich es irgendwo nicht mehr ein. Ja? Ich hab ja nur immer wisst ihr die. Also wir machen das mal hübsch, sukzessive und dann ist okay, gut. Ja. So, 1:30 geht los. Und der Arndt. Da hatte ich viel Besuch gerade. Der Arndt war da. Und da habe ich meine Uhr wiederbekommen, mein Juwelier sozusagen war da. Da habe ich die Uhr schon über 2 Jahre bei ihm. Und ich habe es nie geschafft, die abzuholen. Jetzt hat er sie mir vorbeigebracht. Beziehungsweise war die ja auch noch nicht fertig. Da kann man ja neulich mal mit der Uhr, die war sie noch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, na mach die doch. Das kannst du ja gerne machen. Mach das einfach. Da kann er zwischendurch nicht vorbeikommen und sagen, mach. Sondern machen. Die Uhr ist gemacht, nun läuft sie. Ich freue mich. Habe eine schöne klassische Uhr. Ist übrigens eine Lange. Direkt von Lange noch gebaut. Eine GOB von Lange, mit Langewerk drin. Die sind ganz selten. Und Marlies ist da. Wow, kam sehr früher als sonst. Tada! Ja, bist früher, oder? Früher als du wolltest. 2 Uhr hast du gesagt. Ich habe gesagt, von 1:30 bis 2 Uhr. Halsschmerzen. Ich auch, aber... Was ist mit ihr? Mit wem? Ihr hustet heute Morgen schlimmst. Ja, also war gut, dass sie nicht gegangen ist, weil sie eigentlich traurig war, dass sie nicht in die Schule ging. Ja. Aber jetzt geht's gerade, was ich denke, jetzt geht's ja auch bei mir tagsüber. Man merkt so ein bisschen, hat mir Arndt mitgebracht. Carry over. Alles klar? Geht so. Muss jetzt in den Topf. Dann muss ich groß aufregen. Törtchen ist empfindlich. Wissen Sie was? Ich brauche den Beutel dafür. Achso. Ja, viel Spaß damit. Mit der Nasenscheidewand. Mit der Nasenscheidewand. Du auch, ja. Wie sieht es? Bis dann. So, liebe Leute, jetzt geht's endlich los. Ich zeige ein paar Kleinaufträge draußen gemacht, die habe ich jetzt ja nicht gefilmt. Aber jetzt geht's los hier. Bremse. Jetzt kann ich endlich hier mit anfangen mit dem Ding. Wahrscheinlich kommt er gleich schon wieder abholen. Sind übrigens schon wieder diese Zusatzbremshebel, die hier kaputt sind. Ne, also, und wie gesagt, warum? Weil sie abknicken. Es ist wieder hier, zack, durch dieses Abknicken und den dadurch entstandenen Knick, der hier oben passiert, beim Abknicken reißen die halt raus. Und funktionieren nicht mehr und müssen getauscht werden.
wird nur noch die Bremse ausgerichtet. Nehmen wir doch mal einen Lagerschlüssel. Busch und Müller Flat Plus wird montiert. Darf ich ein bisschen gucken? Junger Mann, alles ist gut. Alles ist gut? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hat sich Dennis gemeldet bei dir? Ja, hat er gemacht. Das war super. Sehr gut. Und freut sich euch? Ich habe eine SMS von meinem Nachbarn bekommen. Der Baum liegt schon. Also sein Cousin hat ihn umgehauen. Das war eher die unbürokratische Maßnahme. Und der meinte, der war innen faul, dass auch gutes gemacht wurde. Aber für alles weitere, das heißt der Gefahrenverzug, Baum und für alles weitere spreche ich heute mit Dennis. Hm? Heute nicht? Zu Hause? Nein, gucken wir mal. Ja, halb türkisch. Nee, super. Will nicht. Libanon. Junge, die Welt ist schön. Du musst nur verstehen. Wolfgang, fahr gut. Bitte schön, kannst du nachher Carsten gehen? Na, hättest du heute Morgen machen können. Du, der kam ja, der kommt ja erst nach Mittag. Ne, der war jetzt schon da. Werde ich keine Ahnung. Haben wir nie gesagt, ne? Du hast ja gesagt, mit 21 warst du offen. Da ist dann mit der Japanerin geworden an den Tag der die oder gestern oder vorgestern. China. Ha? China. Oder China, ist mit der geworden. Na, offensichtlich hat sie überlebt, das Rad stand hier. Ja. Da dachte ich, mit die gefahren ist, hat gedacht, na hallo, hat die überlebt. Ja, hat sie. Ja. Ich muss erst mal raus. Ja, das ist der Wolfgang wieder da. So ist es, der Ene. Was ist denn das Neueste? Oh, jetzt, ich bin gespannt. Ich hol tief Luft. So Neuigkeiten sind die Neuigkeiten. Ja. Na los. Heute vor Mittag um 11 Uhr. Ja. Hat sich geklopft, weil die ganz leise oder Musik war, keine Ahnung. Ja. Ich guckte aus dem Fenster, wisst ihr ja, da war so immer rum und dachte dann nur, meine Freundin kommt vorbei, aber die kam, ich hab die erst um 12:30 gesehen. Ja. Naja, jedenfalls, wer ruft mir der Arme? Der Eigentümer. Ja. Ja, weiter. Achso, ja, gut. Weil der Eigentümer da. Und der ist durch die Keller gelaufen und hat geguckt, wie das alles aussieht, wa? Ja. Hm. Also kann ich ein Bild machen, aber das wird hier jetzt ist alles das abhören, bestimmt zum Fußspielen hier. Ja, hallo? Ja, nur, das muss alles weg, muss alles weg. Was muss alles weg? Das Holz, oder? Damit der Krause, das Holz. Die Palette, die sehe ich, das alles, der ganze Müll haut. Alex muss auch seine Scheiße wegbringen, dann ist es in Ordnung. Also ist ja nicht passiert, nicht aufregend. Ist ja nicht aufregend passiert. Nee, das ist nicht wahlaufregend, ja. Ist doch aber nicht. Naja. Sachen wegholen, fertig. Mehr hat er nicht gesagt. Naja, das muss aber irgendwann wieder weg. Das kriegt Alex natürlich einen Brief von dem wieder, ne? Mann, das ist ein Problem. So, jetzt machen wir mal hier kurze Videos jetzt hier, damit das mal ein bisschen Pep bekommt, ne? Ich jetzt nicht so viel wegschneiden, wegschmeißen muss. Also Hinterrad. Platt. Die Straße ist wieder laut. Hinterrad platt, wie immer. Ich habe ausgebaut. Ich nehme es raus. Hups, was war zum Einkaufen. Das ist Wolle wichtig. Wolle unterhält sich draußen mit dem Vermieter. Jetzt kommen meine Killers und ich habe wieder jetzt gerade angefangen hier drin. Zeit so richtig, ist unglaublich. Immer volle Programm.
Hi, Lumi. Na, was los? Heute war Ausflug und wir waren auf dem Spielplatz mit der Kita. Wow. Und heute hat Mama mir ein paar Tütchen besorgt, ein Schokokuchen, habe ich auch gegessen, die Pizza auch. Ja. Und dann habe ich es gegessen, aber habe es nicht ganz ausgepackt. Hat Lucky gemalt. Lucky. Wie möchte das dort haben? Hat Lucky gemalt. Gebastelt. Hallo! So, jetzt nochmal. Wo haben wir denn eigentlich meine Schlüssel? Schon wieder bin ich weg. Ey, hört auf, ey. Bis dann, Wolfgang! Ciao, ciao! Bitte, bitte. Gleichfalls. Ciao. Super, Tommy hat wieder eine Kamera laufen gelassen. Ey, ich bin so ein Idiot, ey. Ich hab so viel zu schneiden am Ende. Nicht zu ändern, jetzt muss ich ändern. Oh. Da klimpert! Oh, das ist wieder. Das ist mal so weit. Das ist mal so weit. Ach Mensch, ey. Kannst du nicht einfach aufheben? Gloria et Patria. Schön. So, dann haben wir hier noch. Ja, es ist heute ein bisschen. Das habe ich auch noch hier schon mal. Rubens Adlon. Schön. Das ist doch schön. Wo hast du die jetzt noch her? Pressefotoshow die dritte. Na gut, okay, die können wir. Hä? Die 12 Schülern wollen gerade losfahren. Sie hatten die Kumpeleine, die wir ein bisschen zu kriegen. Jetzt sagt die Radozin, weil ihr nächstes Arschloch, dass ich noch mal eine Pumpe geben soll. Weil ich habe nur noch gesagt, dass da ein Fahrradladen ist und da ein Fahrradladen. Diese Ecke ist eine. Das ist ja, ja, das ist ein gutes Vorbild, also, sowas. Ja, ich meine, ich stehe da irgendwie mit 15 Schülern und wir müssen zum Bahnhof. Wo wart ihr? Wo habt ihr die denn getroffen?
hier 200 Meter von hier, also 100 Meter, als wir heute Morgen losgefahren sind. Ja. Da spricht die das gerade an, wir stehen da gerade, wollen losfahren. Und die denkt halt irgendwie, dass wir da nochmal 10 Minuten warten, weil die ihr Rad aufpumpen müssen. Und sie sagt, das ist gerade wirklich schlecht, wir wollen losfahren. Aber da und da ist ein Fahrradladen. Ich sag dir was. Ja, die kriegst du noch. Schönen Abend, lass dich nicht ärgern. Schick Feierabend. Morgen, alter Buscher. Die Zeugen sind gefährliche Feinde der Wahrheit als Lüge. Da hier wird um die Weihnachtskämpfe. Hüpfen, scharfe Teile. Die Weihnachtsstreiche der Sparta-Kussgruppe führen direkt an den Abgrund. Niemand von uns will Blut vergießen, aber jemals durch Bibelsprüche berühren. Wahnsinn, ja, es ist nicht schlecht. Was nimmst du denn für die Sachen zusammen? Also die. Ja, du hast halt ein bisschen meins. Ein bisschen bei, ja. Das ist auch mal das heute. 6 plus Blatt. Das ist ja auch. Na gut, machen wir 80 schon. Das, weißt ja, das ist ja hier schon hinterlegt, auch das Ding. Mhm. Dann machen wir 80. Okay. Mhm. Ah ja. Aber das macht trotzdem, das ist ja schön. Und eine lege ich mir halt selber hin. Die Adlon, die lege ich mir selber hin. Ja, ja. Die finde ich gut. Die hast du gemacht, das ist in Ordnung. Naja. So. Du musst mal deine Auflage machen. Ja. Was ist mit dem Adlon? Machst du nicht? Nee. Hast du die verkauft in Serie? Nee, die habe ich damals im Parterre vom Adlon. Da war so ein Verkaufsstand und da habe ich welche Kommission gegeben. Und, hat es geklappt? Ja, zwei Stück habe ich da losgekriegt. 400 Euro habe ich irgendwas gekriegt. Für Bronzene? Ja, ja, für zwei Schöne. Hast du da eine Auflage gemacht gehabt? Dann hatte ich ja 10 Stück mal gemacht, ja. Na, ich habe ja auch meine eigene. Sonst hätte ich sie dir niemals erziehen können. Ich habe ja meine eigene. Genau, aber hast du das als Auflage deklariert? Also 1 von 10, 2 von 10 oder nicht? Deklariert, na, kann man na also nicht sprich, sagen. Dass du ich das. Ich habe nur 10 Stück gemacht, nee. Du musst, wenn du das eben irgendwo auf die endgültige Münze eben mit eingravierst sozusagen oder als Zertifikat oder als Zertifikat mit dazu gibst, dann ist das ja vielleicht eine andere. Aber so eingestandene Medaillensammler wissen, dass Bronze- oder Gussmedaillen, alles sind ja alte Gussmedaillen, keine Massenauflage haben kann. Ja, aber wenn du nur 10 Stück machst, dann ist es ja schon eine Limitierung. Ja, das ist ja wirklich, du kannst ja bestimmt, ich möchte mal sagen, bis sowas verfällt, ist doch 50 Stück kann man noch machen oder so von einer, oder? Ja, ja, könnte man machen, ja. Und dann wird es irgendwie doof, wenn du fein gravierst. Ja, oder genau. So. Wortlos jetzt. Ich muss durcharbeiten. Ich komm nicht dazu. Nee, bin ich nicht. Oh, das ist hier falsch. Ja, bitte? Ja, lang habe ich ja gedacht, das heißt Bautenzug. Aber das heißt ja Baudenzug. Bauden. Du musst ja wissen, gerade als ich losfahren wollte. Und jetzt weißt du, wo er heißt. Hast du ja gerade vorgestellt mit Namen. Jetzt ist er weg. Naja, das ist auch Frau Fremder hat es gesagt. Und vielleicht sogar ein Achtermäulschlüssel. Musst du mal vorne in der blauen Kiste auf dem blauen Rad gucken. Und was für ihn brauchst du jetzt da? Naja, hier so ein Feuerbremse. Bremse. Rennrad oder nicht? Nee, Tourenrad. So, wortlos. Haben wir ja alle da. Nix wieder drin, der Ständer ist dran. Das wird auch gemacht, auch schön. Ach, das sind die Schlimmsten. Ja, ich hab mal einen Kürbis heute mitgebracht aus dem Garten. Ein Kürbis aus dem Garten? Ja, hier. Ah, Zierkürbis. Nee, Hokkaido. Hokkaido-Kürbis, sehr schön. Hokkaido. Hokkaido. Die ganze Frucht bearbeiten. Das ist gut. Machst du das? Jo. Was machst du jetzt damit? Ja, ich nehme vielleicht eher mit in den Kochtopfer. Ach so, machst du ein kleines Süppchen. Das ist gut. Das ist in Ordnung hier, mal 2 Euro. Ja? Ja, gut. Was schmeißt du alles weg? Hast du 4 davon oder was? Ja, ich wollte meine Geschenke. Was, Geld oder was? Ach, den Geldbeutel. Du kannst so rumgehen. Komm nicht dazu. 4 Euro.
Okay, ich hab das so, weil ich hier macht. Ich bin jetzt ja nicht mehr weit. Schon wieder weg. Da oben noch verstellen. Guckt da, ihr Leute, dass man manchmal echt am Verzweifeln ist hier. Bedankt. Ja, super, genau. Hey, der Bobel macht aber viel Kochgruppe. Erste Hilfekurse. Der ist viel unterwegs, der ist cool. Auch wenn er leicht behindert ist. Was nicht negativ gemeint ist. Ich sage ja, sagte, der arbeitet ja auch in der Behindertenwerkstatt oder hat jahrelang in der Behindertenwerkstatt gearbeitet. Das ist kein Schimpfwort. Trotzdem macht er viel. Der ist unterwegs, der ist jetzt berentet, jetzt ist er unterwegs immer. Brummel halt, ne? Wolfgang, der verkümmert so ein bisschen. Der Wolfgang müsste eigentlich auch mehr raus. Müsste auch mehr machen. Unter die Leute gehen. Das würde ihm gut tun. Naja, next. Ich glaube, ich werde den Vlog jetzt erst so spät ansetzen tatsächlich, weil jetzt kommt jetzt noch so viel Material zusammen, was ich jetzt noch machen muss, was ich jetzt abarbeiten kann schnell. Das ist jetzt schon gut für euch. Und den ganzen Vormittagsblabla spare ich mir. Ja, hier war ich selber verstrahlt vorhin offensichtlich. Bin auch ein bisschen hustig. Weil hier habe ich den alten Schlauch eingebaut, obwohl der Schlauch war ja eigentlich kaputt, deswegen war er da, weil er seinen Schlauchwechsel haben wollte. So, dann habe ich aber Draht ausgebaut und dann war der Achsbruch. Habe ich mich nur noch auf diesen Achsbruch konzentriert, habe das alt eingebaut, aufgepumpt und jetzt sehe ich das. Ich wollte es abholen. Der Schlauch ist ja kaputt. Stimmt, der Schlauch war ja kaputt. Den habe ich natürlich nicht gewechselt. Den habe ich wieder mit eingebaut, den alten. Ja, manchmal ist das auch so eine Sache, wa? So eine Konzentrationsgeschichte. Oder eben das einfach mit dran zu schreiben. Habe ich vorne stehen auf dem Zettel, habe aber nicht mehr geguckt, war mir völlig sicher. Ja, ja, einfach schnell das Laufrad drin bauen. Und da war das nebenbei und da war auch so viel los vorhin. Also so viele Leute, die ihn besucht haben. Naja, aber jetzt. Kriegt sie einen neuen Schlauch hin und fertig ist der Lack. So, jetzt kommt das hier alle wieder hin. Ja. Next. Vorderrad, wortlos. Platt. Cable as well. Yeah. Okay, cool.
Fertig, next. Jo, letzte für heute. Hoffe ich. Das waren auch eigentlich alle Räder für heute, da war auch nicht. Hat eigentlich nichts verpasst, Lube. Jetzt alle drin. Was dann Reparaturen ist. Hier ist das Vorderrad. Oh Mann, jetzt. Ich bin gerade die Hände gewaschen, deswegen. Jetzt ziehe ich mir mal Handschuhe an. Ja, der ist gerissen hier. Der Bolt. Gut, Vorderrad raus. Sie meint, Vorderrad knackt und macht und tut. Das sieht jetzt nicht so tatsächlich. Ich habe ja erst gemeint, dann müsste man das tauschen komplett. Muss man aber nicht. Ich würde jetzt erstmal hier nur die Bereifung wechseln. Das läuft noch sehr gut. Der Reifen beult halt schon. Der ist durch. Der muss getauscht werden. Das ist ein DDR-Reifen. Das ist halt aus den 80er Jahren, vielleicht sogar 70er. Hallo? Ja? Ich mache 0,13 Schlüssel mit der 0,7 unten. Vorne in der blauen Kiste auf dem blauen Fahrrad. Ja, danke. So. Kannst abholen. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Schauen wir mal. Schu. Liebe Leute, ich mache hier Feierabend hier unten. Habe ich jetzt irgendwie alles schon zusammengepackt. Ich werde jetzt diesen Ort des Geschehens verlassen. Begebe mich nach oben. Da schaue ich mal, wie es Anouk geht. Der ging es richtig schlecht jetzt am Ende. Die hat super hohes Fieber bekommen. Ich hoffe, die hat jetzt, konnte ein bisschen in den Schlaf finden. Also ich gehe mal davon aus, sie schläft schon, wenn nicht. Mal sehen. Also Mann, das war schon richtig, die heute zu Hause zu lassen. Also, das ist jetzt komisch. Wir sind ja nicht die Eltern, die sofort unser Kind zu Hause lassen, wenn es einmal hustet. Aber wir sind da schon so sensibilisiert, dass das merkt man schon, wenn es losgeht. Das macht überhaupt keinen Sinn, die hat keine Freude. Ich fing dann auf einmal an zu weinen, die war sehr weinerlich. Wo sie ja draußen noch auch ein paar gute Momente hatte heute Morgen, aber mit einmal, mit einem Schlag war vorbei und dann war alles schlecht. Und ja, ja, schade. Hauptsache, ihr geht es dann bald wieder gut. Ein Bild hat sie mir noch gemalt hier. Ja. Ach, die Nuki. Naja, ist schon eine. Vielleicht bin ich morgen ein bisschen früher sogar hier unten, weil Anouk geht nicht in die Schule. Das wird morgen definitiv nicht der Fall sein. Also mit Fieber schickt man sein Kind halt nicht in die Schule. Ist halt besser so. Und
Deswegen habe ich ja eine Stunde eher Zeit und ich muss hier unbedingt aufräumen. Es sieht katastrophal aus. Überall eigentlich. Hier vorne steht alles voll mit Kisten. Diese Karten, das muss endlich mal gemacht werden. Ich muss hier ein bisschen Ordnung reinkriegen und ich schaffe es sonst nicht. Ach, die Kamera muss ich mitnehmen. Siehst du? Gut, dass ich hier noch rumgucke. Die Kamera muss mit. Auch noch. Zack, ich habe so viele Sachen, die ich machen muss. Oben den Computer, das Tablet für Marlies anschließen. Ich habe Marlies so ein Tablet gekauft, so ein Sketch-Tablet, wo sie zeichnen kann am Computer wieder. Aber tatsächlich für das, was Marlies macht, sie arbeitet ja sehr fein mit circa A4-Format, also so ein 13 Zoll Cintiq Pro. Genau das Richtige. Und das habe ich ihr gestern auch noch zum Hochzeitstag geschenkt. Und hat sich sehr gefreut und das muss ich auch noch anschließen. Dann kann sie ein bisschen loslegen und vielleicht ein paar digitale Sketch-Sachen raushauen und mal gucken, ja, ob das ihr auch Spaß macht. Sie hat neulich mal gemeint, sie will das jetzt wieder anfangen. Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Gut. Also, macht es gut. Wir sehen uns. Morgen, ein bisschen früher, wie gesagt, ich muss ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, ich schaffe es. Vielleicht kann auch sein, ich schneide heute sehr lange, aber ich habe super viel Material. Ich habe bestimmt hier 10 Stunden Material, Videomaterial. Das muss ich erstmal sichten, schneiden und kriegen wir hin. Also bis dann, macht's gut, ciao.